Hallöchen! Heute gibt es ein bisschen was Ruhiges, einmal ein bisschen stretchen, ein bisschen lockere Bewegungen und dann gehen wir über ins Stretchen. Macht einfach mit. Wenn ihr wollt, dürft ihr gerne barfuß machen. Ihr dürft da besonders auch gerne mit Socken machen. Schuhe würde ich jetzt heute eher nicht anziehen. Einfach mal von einem Bein aufs andere. Schaut mit nach oben zu euren Fingerspitzen. Ganz locker. Versucht immer ein bisschen mehr auf die Seite zu kommen. Damit ihr hier auch eine Dehnung drin spürt. Jeden Tag ganz viel Power, da muss man ab und zu auch einfach ein bisschen was Ruhigeres machen. Noch 4 Stück. 3, 2 und letztes Mal. Die Beine bleiben abwechselnd. Die Arme schlendern einfach mit. Sehr gut. Bisschen schneller die Beine. Höp, 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 höp. Noch 4, 3, 2 und einmal so schnell ihr könnt. Einfach hoch und tief. Komm, 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 komm. Die Arme schlendern einfach mit. Noch 4, 3, 2. Letztes Mal und schwingt einfach mal die Arme. Ihr dürft den Fuß ein bisschen mit eindrehen, Hüfte eindrehen. Schaut mit dem Kopf hinterher. Bleibt fester Stand, nur der Oberkörper bewegt sich. Schaut hinterher, außer euch wird schlecht, dann schaut Richtung nach vorne für euch. Noch 4, 3, 2, letztes Mal und schwenkt einmal mal die Arme vor und zurück. Werdet immer ein bisschen größer und höher. Sehr gut. Langsam. Und schneller mit Schwung. Und noch schneller, so schnell ihr könnt. Aber nur so, wie es euch gut tut und nicht weh tut. Noch 4, 3, 2, langsamer. Noch langsamer. Und fangt an, einen Arm immer nach hinten zu kreisen. Ihr dürft mit dem Oberkörper natürlich hinterher und dem Arm hinterher schauen, was der Interessantes macht. Komm, komm, komm. Noch 4, 3, 2. Letztes Mal, beide Seiten, lasst euren Kopf vorne und macht es ohne Kopf, ein bisschen schneller. Schön die Arme auf Spannung und ein bisschen schneller werden. Dreh mich auch wieder und noch schneller, so schnell ihr könnt. Noch 4, 3, 2. Letztes Mal langsamer werden und kleiner, zieht die Ellenbogen nach hinten, sehr gut. Und noch kleiner, nur noch die Schulter. Und bleibt, der Kopf sagt nein oder zeigt symbolisch nein,
so wie ihr könnt. Jetzt macht ihr ein Ja. Noch zwei Stück. Bleibt in der Mitte und neigt den Kopf nur seitlich, so wie es euch gut tut. Ihr sollt keine Schmerzen oder so haben. Ein bisschen eine Dehnung dürft ihr spüren, aber nur ganz leicht. Ihr müsst gar nicht so tief gehen. Noch zwei Stück. Und letztes Mal. Schultern hoch und runter ziehen. Schön locker lassen. Fühlt sich vielleicht komisch an, aber macht gar nichts. Nur hoch und runter. Wie? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ob das dann ganz schnell. Langsamer werden. Hoch, fallen lassen. Hoch, fallen lassen. Hoch, fallen lassen. Hoch, fallen lassen. Noch zwei Stück. Dann nochmal schnell. Letztes Mal und dann so schnell ihr könnt. Wenn ihr da komisch atmet, das macht nichts, das darf so sein. Wenn ihr mich komisch atmen hört, das muss irgendwie so sein. Noch vier, drei, zwei. Letztes Mal, eine Schulter hoch, fallen lassen, andere hoch, fallen lassen, hoch, fallen lassen, hoch, fallen lassen. Bisschen schneller, aber immer so, wie es für euch gut tut. Wenn ich euch zu schnell bin, bitte macht es langsamer. Noch vier, drei, zwei, letztes Mal, so schnell ihr könnt, hoch und runter. Zum Glück seht ihr nur mich, es sieht bestimmt sau komisch aus, nur hoch und runter. Noch vier, drei, zwei und locker lassen, Arme nur schwingen. Wenn ihr jetzt hier so einen Wärmebereich spürt, alles gut. Aber den ganzen Tag zieht man die Schultern einfach hoch. Deswegen mal ein bisschen Entspannung. Noch vier, drei, zwei. Letztes Mal und ein Bein nach oben und ab. Hoch und ab. Hoch und ab. Hoch und ab. Hoch und ab. Hoch. Ab, bleibt einmal nach oben, Seite hoch, nur dasselbe Bein, hoch, Seite hoch, Seite hoch, Seite hoch, noch einmal, absetzen, anderes Bein, hoch, Seite hoch, Seite hoch, Seite hoch, Seite hoch. Seite, hoch, Seite, hoch, Seite und absetzen und abwechseln. Hoch, Seite, hoch, absetzen. Hoch, Seite, hoch, absetzen. Hep, Seite, hoch, absetzen, hoch, Seite. Bisschen schneller, wenn ihr könnt. Höp, 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 höp. Noch vier Stück. Noch drei. Noch zwei. Sehr gut. Und allerletztes Mal. Und nehmt das rechte Bein nach oben. Fußgelenk kreisen. Andere Richtung. Wenn ihr nicht stehen könnt, haltet euch an der Wand fest. Absetzen, anderes Bein. Fußgelenk kreisen. Andere Richtung. Absetzen und mal ein bisschen breiterer Stand einnehmen. Knie sind gebeugt. Und geht mal auf eine Seite, so dass euch nirgends weh tut. Ihr müsst nicht tief. Andere Seite. Eine Seite. Rücken ist gerade. Hep. Hep. Nur von einer Seite das Gewicht auf die andere Seite.
dürft euch auch abstützen, alles gar kein Problem. Langsamer. Versucht immer ein bisschen tiefer zu kommen, aber nur so, wie es euch gut tut. Der Popo zieht nach hinten. Noch 4, Arme locker, 3, Push raus, 2, letztes Mal, Achtung, ihr geht auf die Seite, nehmt einen Arm mit hoch, damit ihr hier was spürt, haltet, ihr könnt die andere Hand, eure Hüfte fallen lassen, wie es ihr möchtet, noch 4, 3, 2, andere Seite, erst tief, noch 4, 3, 2, wechsel, hopp. Noch 4, 3, 2, wechsel. Ihr dürft euch auch abstützen, wie ihr möchtet. Noch 4, 3, 2, wechsel. Noch 4, 3, 2, wechsel. Letztes Mal andere Seite. Noch 4, 3, 2, wechsel. Bleibt hier schön tief, Arme sind lang und eine Handfläche dreht sich mal. Schöne Rotation in der Schulter. Hier darf sich ruhig was bewegen. Immer weiter, immer weiter. Noch 4, 3, schön tief, 2 und ein bisschen schneller. Macht so, wie ihr könnt. Noch 4, 3, 2, letztes Mal, bleibt ein bisschen für euch in entspannte Position. Runder Rücken, Fingerspitzen zusammen und nach vorne drücken. Kommt nach oben. Tief, nach vorne, runde Rücken, hoch, hopp, runde Rücken, hoch und noch einmal, hopp, okay, nochmal noch dreimal, noch 2 und allerletztes Mal, dann bleibt ihr oben mit den Händen. Bleibt oben, schön nach hinten. Kopf ist gerade, nicht nach vorne hängen lassen. Und geht mal auf eine Seite zurück und die andere Seite. Zurück, wechsel. Sehr gut. Noch ein einziges Mal. Und lass die Arme locker, die Beine ausschütteln. Schützt eure Hände auf den Beinen ab, Rücken ist gerade und ihr macht einen schönen runden Rücken und schön gerade. Runder Rücken, gerade. Runder Rücken, gerade. Noch 4 Stück. Runder Rücken, gerade. Runder Rücken, gerade. Und letztes Mal runder Rücken. Gerade. Bleibt in neutraler Position, also kein totales Hohlkreuz, sondern normale Position. Eure Arme sind immer noch auf euren Oberschenkel und rotiert mal ein. Einfach mal auf eine Seite schauen. Hier schön die Wirbelsäule aufmachen. Kommt zur Mitte, andere Richtung. Langsam die Beine ein bisschen zusammen, Knie sind weich, Kopf einrollen, langsam tief, Knie bleiben weich, ihr bleibt unten und kommt dann langsam wieder nach oben. Und nochmal tief. Und langsam wieder nach oben. Macht es in eurem eigenen Tempo. Wenn ich euch zu schnell bin, macht es einfach langsamer.
Beim nächsten Mal, ihr könnt kurz oben sein, damit ihr seht, was ich mache. Beim nächsten Mal geht ihr tief, haltet unten, geht von einer Seite auf die andere. Von einer Seite auf die andere. Wir gehen dreimal Seite, Seite, Seite und dann langsam wieder hoch. Kommt, macht mit. Tief einrollen. Überlegt euch, welche Seite und geht von der einen Seite zur anderen Seite. Nochmal zur Seite. Wieder zur Seite. Der Kopf ist locker. Kommt langsam zur Mitte und rollt euch langsam hoch, je nachdem, wie es euch gut tut. Und nochmal tief. Knie sind weich. Ihr geht von einer Seite zur anderen Seite. Und nochmal Seite. Seite. Und nochmal Seite. Seite. Bleibt in der Mitte. Kommt langsam nach oben. Schulter nach hinten kreisen. Atme tief ein und aus. Schultern einfach nochmal nach oben und unten. Komm, komm, komm. Lass dich schön fahren. Ihr habt immer so viel Stress. Dann gebt denen jetzt eine Chance, locker zu werden. Noch 4, 3, 2. Abwechseln. Einfach nur fallen lassen. Es muss nicht gut aussehen. Hauptsache nur fallen lassen. Noch 4, 3, 2 und letztes Mal. Geht, falls ihr eine Matte habt oder einen Teppich oder was auch immer, geht dann ans Ende, dass ihr nach vorne hin Platz habt. Ein Bein absetzen, das andere auf und kommt in Vierfüßlerposition. Kein totales Hohlkreuz, kein total runder Rücken, nicht den Kopf an. Seid in einer neutralen Position. Und die Beine macht ihr ein bisschen auf, damit die Zehen sich hinten dran berühren. Und mal Popo nach hinten und Arme sind schön lang. Haltet. Zeigt auch von vorne, ihr bleibt einfach, ich mache nichts anderes. Haltet schön. Noch 4, 3, 2. Geht mit der rechten Hand auf die rechte Seite, bleibt genauso tief und die linke Hand läuft drüber, auch drauf. Ihr spürt dann auch seitlich wieder eine Dehnung. Seitlich in eurer Seite. Noch 4, 3, 2. Krabbelt langsam zur Mitte und die andere Hand hinterher, bleibt in der Mitte. Der Popo versucht, nee, die Fersen versuchen zum Popo hinzukommen. Ansonsten schiebt mit euren Handballen euren Popo nach hinten. Die linke Hand krabbelt nach links und die rechte Hand hinterher. Komm langsam zur Mitte. Komm langsam in Vierfüßlerposition. Stellt ein Bein nach vorne. Am besten so vor, dass ihr nicht direkt über eure Knie drüber rutschen müsst. Schiebt euren Popo nach vorne. Ihr dürftet innen eine Dehnung spüren. Ich zeige es euch auch von vorne. Schön tief. Ihr dürft hier eine Dehnung spüren. Eure Hand an eurem Knie geht mal tief und die andere Hand auch. Ihr dürft mit eurer Schulter schön auf euer Knie ein bisschen nach außen drücken. Noch 4, 3, 2. Komm zurück. Hände aufstellen. Wenn es zum Knie her geht, versucht euren Rücken gerade zu machen und Arme auf die Seite.
Ihr bleibt oben, ich zeige es euch noch von der Seite, nicht, dass ihr denkt, ich mache irgendwas anderes. Schön oben bleiben. Noch 4, 3, 2, absetzen, Bein nach hinten, anderes Bein nach vorne. Ich drehe mich kurz. Wieder den Fuß so weit nach vorne, damit ihr hinten schon eine schöne Dehnung drin habt. Haltet. Ich weiß gar nicht, wie ich es euch zeigen soll. Ich suche in alle Richtungen. Haltet. Ihr dürft wieder hier innen eine Dehnung spüren. Noch 4, 3, 2. Letztes Mal umarmt eure Hand, euren Fuß, die andere Hand geht tief. Wenn es nicht geht, bleibt einfach hier oben. Es ist alles kein Problem. Es soll nichts abreißen oder so. Haltet. Ihr dürft hier innen drin schön was spüren. Noch 4, 3, 2 und kommt wieder auf eure Handflächen. Drückt euch ab und wer kann, uns nicht an den Knie wehtun, Arme nach oben. Haltet schön hier, eure Hüfte nach vorne schieben, tief ein- und ausatmen. Noch 4, 3, 2, letztes Mal. Und schiebt das Bein zurück. Kommt mal in Sitzposition. Beine aufstellen. Nehmt eure Knie zu euch. Und rollt euch mal nach unten. Greift eure Knie. Und rotiert die nach außen. Der Kopf kann locker auf dem Boden liegen bleiben. Noch 4, 3, schön große Kreise, 2, letztes Mal, beide Beine abstellen und kippt mal von der einen Seite auf die andere Seite. Sehr gut. Und noch einmal. Nehmt ein Knie zu euch, das andere streckt ihr lang und streckt das Bein, was ihr jetzt in der Hand habt, nach oben. Ihr dürft vom Oberkörper hochkommen, Zehen zu euch ranziehen und dann den Oberkörper wieder ablegen. Versucht das Bein zu strecken, so gut es geht. Haltet. Noch 4, 10 zu euch ranziehen, dürft ihr was spüren. 3, 2, letztes Mal, Knie ganz fest zu euch ranziehen an die Brust. Anderes Bein auch zu euch ranholen und das andere loslassen. Bein nach oben, kommt vom Oberkörper hoch, greift eure Wade und langsam ablegen. Zehen zu euch ranziehen, versucht das Bein zu strecken, auch wenn es bei mir noch nicht gestreckt ist, ich dehne mich ja damit mit euch, damit es bei mir auch besser aussieht. Komm, 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 haltet. Wenn es zittert, ist super, macht gar nichts. Noch 4, 3, 2, ein letztes Mal, Knie zu euch ranziehen. Streckt auch auf den Boden, streckt eure Arme lang und versucht Äpfel zu pflücken. Zieht von einer Seite auf die andere. Noch 4, 3, 2, letztes Mal, Beine aufstellen, ausschütteln, Arme tief. Und schiebt einfach euer Becken mal nach oben.
Hüfte nach oben, Bauch anspannen, Popo anspannen und einfach nur halten. Noch 4, 3, 2, letztes Mal, langsam tief, nicht ganz absetzen, wir machen gleich nochmal nach oben, kommt, hoch. Popo anspannen, Bauch anspannen, noch 4, 3, 2, langsam tief, wir haben noch eine dritte Runde, nicht absetzen und nach oben. Kommt, so hoch ihr könnt. Letzte Runde. Haltet, haltet, haltet. Popo anspannen, Bauch anspannen. Noch 4, 3, 2 und langsam tief. Sehr gut. Kippt eure Beine auf einer Seite, am besten Richtung zu mir, eure Hände und rollt euch mal von einer Seite auf die andere. Ich rutsche ein bisschen weiter zu euch, damit ich nicht unseren Vorhang runterreiße. Ihr macht einfach weiter, lasst euch nicht stören. Beim nächsten Mal bleibt ihr bei mir. Sehr gut. Ihr lasst eure Beine 90 Grad und ein Arm geht jetzt auf die andere Seite und wieder zurück. Schaut auf die andere Seite, was euer Arm macht. Und zurück. Noch einmal ganz langsam, ganz langsam. Und bleibt auf der Seite liegen. Noch 4, 3, 2 und komm langsam zurück. Ihr dürft euch auf die andere Seite drehen. Ich drehe mich kurz um, damit ich euch nicht den Popo zu euch strecken muss. Genau dasselbe, 90 Grad von den Oberschenkeln und die eine Hand geht auf die andere Seite. Und wieder zurück. Und nochmal. Macht es in eurem Tempo. Wenn ich euch zu schnell bin, macht es langsamer. Zurück und beim nächsten Mal machen wir ganz langsam. Und wir bleiben dann auch liegen auf der Seite. Versucht die Schulter auf den Boden zu bringen. Atmet ganz in Ruhe. Noch 4, 3, 2. Langsam zurückkommen. Legt euch auf den Rücken, die Beine aufstellen, Arme auf die Seite. Probiert es einfach mal aus, wenn es euch gut tut, macht es weiter, wenn ihr merkt, oh, das zieht euch irgendwo rein, macht's, hört bitte auf. Einfach hoch, fallen lassen. Ihr könnt es in eurer eigenen Geschwindigkeit machen, ihr könnt es auch ganz nach oben fallen lassen. Einfach ein bisschen, um die Blockade in eurem hinteren Rücken, Steißbeinbereich und sowas zu lockern. Ihr könnt Leine machen, macht es einfach jetzt mal für euch, ihr müsst es nicht so machen wie ich. Ich mache es für mich auch so, wie es mir gut tut. Hoch und fallen lassen oder Leine. Noch 4, 3, 2, letztes Mal und bleibt einfach mal liegen, macht euch lang. Legt euch hin, wie ihr möchtet und fühlt einfach mal euren Körper nach. Vielleicht spürt ihr, dass das eine Bein sich länger anfühlt als das andere. Oder dass ihr jetzt hinten einfach ein bisschen Wärme gemacht habt durch das Hoch und Runter.
Vielleicht, dass eure Schultern relativ entspannt sind. Nehmt mal ein Knie. Holt euch in Sitzposition. Setzt euch einfach hin. Setzt mich Richtung zu euch. Rücken schön gerade. Nur mal gerade sitzen, Zehen zu euch ranziehen. Nur mal halten. Arme auf die Seite. Haltet. Tief ein- und ausatmen. Schulter weg von den Ohren. Und auf die Seite. Und nochmal nach oben. Hoch. Die Seite. Und letztes Mal. Hoch. Schulter tief. Und auf die Seite. Setzt euch so hin, dass ihr kurz das aushaltet. Wenn ihr nicht auf eure Knie sitzen könnt, ihr könnt den Schneidersitz sitzen, wie ihr möchtet. Arme lang, Fingerspitzen nach hinten. Ihr dürft über die ganze Länge was spüren. Kopf eher Richtung Brustbein. Noch 4, 3. 2. Letztes Mal, eine Hand über die andere. Schulter tief, ihr telefoniert nicht. Könnt ihr gleich machen, aber nicht jetzt. Zieht euer Arm schön diagonal nach unten, damit ihr hinten im Schulterbereich was spüren könnt. Noch 4, 3, 2. Und langsam aufmachen und andere Seite. Haltet schön. Schulter tief, nicht hochziehen. Noch 4, 3, 2 und aufmachen. Fingerspitzen nochmal nach hinten, Kopf Richtung Doppelkinn. Haltet. Hände jetzt nach oben oder Arme. Fingerspitzen sind immer noch hinten und nach vorne. Und nochmal zur Seite. Die Fingerspitzen bleiben immer abgeknickt. Hoch. Und nach vorne. Und letztes Mal. Hopp. Hoch. Und vor. Ausschütteln. Mit einem Bein aufstehen. Anderes Bein hinterher. Alles ausschütteln. Ganz, ganz arg. Sogar der Kopf sagt nein. Noch 4, 3, 2. Letztes Mal und die Schultern hoch und tief. Komm, komm, komm. Er hat es gleich geschafft. Noch 4, 3, 2. Letztes Mal und abwechselnd. Komm, 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 komm. Einfach nur abwechselnd hoch und runter. Hoch, fahren lassen, hoch, fahren lassen. Und so schnell ihr könnt. Noch 4, 3, 2. Oh, große Kreise. Und bleibt in der Mitte. Sagt mit eurem Kopf wieder nein. Vielleicht kommt ihr jetzt ein bisschen weiter wie vorher. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Einmal noch auf beide Seiten. Bleibt in der Mitte und sagt ja. Noch 2 Stück. Und einmal noch. Bleibt dann in der Mitte und neigt den Kopf auf die eine Seite. Haltet kurz. Wenn ihr da eine Dehnung spürt, haltet einfach kurz. Da, wo es euch am meisten zieht, spielt da ein bisschen hin und her rum. Kommt zur Mitte und die andere Seite. Haltet wieder kurz. Zur Mitte.
und ein bisschen schneller. Eine Seite zur Mitte, andere Seite. Nochmal. Ja. Wechsel. Und einmal noch. Schließt eure Augen, atmet tief ein und nehmt die Arme mit auf die Seite. Tief einatmen, Knie sind weich, ausatmen, ihr kennt das von meinen Kursen, und tief. Und einatmen und ausatmen. Und letztes Mal einatmen und ausatmen. Ich hoffe, euch geht es jetzt gut, ihr dürft die Augen natürlich wieder öffnen. Vielen, vielen Dank fürs Mitmachen. Ich wünsche euch ganz schönen Tag, Abend, Morgen, wie auch immer. Vielen, vielen Dank.